Herzlich willkommen, liebe Fans, zu einem neuen Video auf 96TV. Wir spielen wieder und schreiben und das ist unser Bild. Bei Umschreiben suchen wir genau einen Begriff, zu dem ich euch Hinweise liefere. Wenn ihr die genauen Regeln nochmal sehen wollt, dann schaut euch den ersten Part an. Okay, wir kommen zum ersten Begriff. Eine sehr, sehr hohe Lampe, die draußen steht. Also, eine Lampe, die draußen steht. Junge, mein hoher Begriff Fußball ist schön. Ja, danke. Ohne Nachdenken zu spielen, wirklich. Das ist so Okay. Der nächste Begriff beschreibt einen Ort in Hannover, den Nicolo Tosoldi relativ gut kennt. Pizzeria. Oh, die Einriede. Da kann man tatsächlich auch Fußball spielen. Nachwuchsleistungszentrum. Einriede. Nicht ganz. Das ist die Akademie. Von Hannover 96. Ja, also die Nachwuchsleistungszentrum. Ja, was? Ja, hä? Der hat jetzt alles gesagt! Erzählt Akademie jetzt. Junge, da steht 96 Akademie. Ja. Alter, das ist schon 2-0. Schalt Moderator holen. 2-0. Halt die Waffe. Der nächste Begriff. Okay, beschreibt einen Spielertyp, der aktiv in Zweikämpfen ist. Sechser. Ein Spielertyp, keine Position. Also ein eher kleinerer Spieler. Ein Kämpfer. Ein Giftzwerg. Ein Synonym für Giftzwerg, würde ich sagen. Also kleinere Spieler. Ein Staubsauger. Die sind immer sehr bissig und eklig gegen sie zu spielen. Das ist ein Wort, das aus zwei Wörtern besteht. Wir machen es jetzt einfach so. Das erste Wort ist zwischen Sprunggelenk und Knie. Darf Schienbein. Auf der Rückseite? Wadenbeißer. Wadenbeißer, ja, nicht dem. Herzlichen Glückwunsch zum Punkt. 1-2. Okay. Wadenbeißer. Der nächste Begriff beschreibt etwas, das wir hier im Training leider zweimal gegen Ajax ausgemacht haben. Testspiel. Freundschaftsspiel. 3-1. Freundschaftsspiel, das hört sich so freundschaftlich an. Oder? Wir wollen doch gewinnen. Ein Gewinnspiel. Der nächste Begriff beschreibt ein Sportereignis, das auf der Welt sehr viele Menschen schauen. Super Bowl. Super Bowl ist richtig. Ach. 4-1. Ja. Der nächste Begriff beschreibt ein anderes Sportereignis, wo letztes Mal ein aktueller 96 Profi dabei war. MLS-Finale. 96 Profi. Steve Turundolo. Ein aktiver. Ein aktueller aktiver. Sing my song. Songs, die unter die Haut gehen. Take me out. Ein Sportereignis. Es findet dieses Jahr erneut statt. Findet in Deutschland statt. Im Sommer. Hannover ist kein Austragungsort leider. Was ist denn voll auf dem Schirm. Was ist da? Maschsee-Fest. Ja. EM, Europameister. Ja. Maschsee-Fest. Hä, und wer war das letzte Mal dabei? Einzelmeister. Weiter geht's. Der nächste Begriff ist etwas, das man sehr oft nach einem Abpfiff macht mit einem befreundeten Spieler. Bier trinken, Umarmung. Befreundeten Spieler aus der anderen. Trikot-Tausch. 5-2, und damit haben wir schon den ersten Matchball von Julian Börner. Umarmung. Okay, der nächste Begriff ist etwas, das wir bei jedem Auswärtsspiel nutzen. Bus? Ja. Bus, Mannschaftsbus. Mannschaftsbus, aber den gebe ich dir, weil sonst ist schon vorbei. 3-5. Der nächste Begriff ist etwas, das man vielleicht mit Leo Weinkauf, Fabi Kunze und Toni Schäfer. Golf. Okay, damit das 6. Kaffeemaschine. Aber ich stehe jetzt nicht auf. Kannst du dein Handy kurz wegmachen, damit ich abmoderieren kann? Ach so, na klar. Also, liebe 96-Fans, das war's mit der letzten Folge. Alter, ich hab mich verschluckt. Okay, so. Also, liebe 96-Fans.
Was seid ihr für schlechte Menschen, ich weiß, ey. Also, liebe 96-Fans, das war's in der letzten Folge umschreiben. Bernie, herzlichen Glückwunsch, hast dir verdient. Präsentiert wurden euch die ganzen Videos hier aus Jerez, aus unserem Trainingslager, von unserem Partner KLH. Dort könnt ihr übrigens auch Kapitän werden, denn bei KLH werden Bauleiter im Tiefbau gesucht. Wenn das etwas für euch ist, dann schaut gerne in die Videobeschreibung und wir sehen uns bald.